Willkommen zurück zu Steam World Quest. Ja, Bot und Spieler statt Boden und Spieler erwarten uns. Ich schätze immer mehr, dass es auch einen vierten Akt noch geben wird, ne? Also ich denke mal, der vierte Akt wird beim Abgrund, also bei den Leuten vom Abgrund, ihrer Feste oder so, in ihrem Reich stattfinden und dann wahrscheinlich der linke obere Teil der Map dann aufgedeckt. Und so hat man genau vier Teile gehabt der Karte. Würde Sinn machen. Ich wüsste, dass man noch weiter blättert, aber ich glaube nicht, dass das Spiel so lang sein wird. Ich denke mal, vier Akte macht Sinn. So, dann gehen wir nach Bot und Spieler. Bin echt gespannt. Arenen finde ich prinzipiell cool. Mal gucken, ob wir hier wirklich eine Arena jetzt serviert bekommen. Chapter 13. Bread and Circuses. Im Englischen genau andersrum, also die Veränderung. Ja, schon wieder er? Warum? Also, ihr solltet wirklich zu diesem Kolosseum gehen. Ja, ja, machen wir. Der Shop ist aber auch hier. Wollten wir mal kurz gucken. Den See schon auf der Map glänzen. Neue Karten, aber nur für sie. Okay, oder die beiden. Epidemie. Verbreitet Statuseffekte unter Gegnern. Ja, okay. Stachelfalle. Fügt allen Gegnern ausdrucksbrechenden physischen Schaden zu und kann Blutungen auslösen. Das klingt verdammt gut. Vor allem, wenn du alle zum Bluten bringst. Ja, gut, es kann Blutungen auslösen, ne? Auch hier wäre die Frage, okay, 95%, immerhin gibt es hier einen Wert. Verringert die Frost- und physische Abwehr des Gegners, okay. Schattenschlagen. Die Stachelfalle finde ich ganz attraktiv, ehrlich gesagt. Aber einfach nur, weil ich sie cool finde. Ich glaube nicht, dass ich sie gut einbauen kann. Ich finde sie einfach nur cool. Ja, ist kein guter Grund, das zu kaufen, aber ich mache es trotzdem. Also, aber die war auch noch ein guter Skill, der hier, ne? Vor allem, weil der mit dem Fuchs zusammen funktioniert. 190. Ja, sicher hier nicht mehr, okay. Na gut, 20%, ja, gut. Ich sehe neue Waffen. Ich sehe sogar neue Superfähigkeiten. Sie hat jetzt die Fähigkeit Flammenstoß. Das ist ein neuer Ulti bei ihr. Aber warum? Irgendwas stimmt bei ihr nicht. Warum wird mir bei ihr nicht angezeigt? Guck mal, bei allen anderen, wenn ich was aufwerte, kriege ich das gezeigt, dass es höher wird. Bei ihr komischerweise nicht. Warte mal kurz. Weil ihr Buch, was sie momentan trägt, gar nichts erhöht. Weil das immer noch das allererste Buch ist, oder was? Alter. Okay, wird Zeit für ein neues Buch. Scheiße. Okay. Ja, Sicherheitskodex wäre das stärkste für das Barrierefeld, was ich so gerne mag. Das kaufe ich also. Mein ganzes Geld ist schon wieder weg damit, aber das ist in Ordnung. Das war es mir wert. Pestizid ist wahrscheinlich Gegner einen Schadensweg zufügen, okay. Feuer und Flamme ist auch ein neuer Skill. Es gibt so viele Sachen, wo es jetzt Farmen jetzt mittlerweile echt hart lohnen würde. Klingenhagel ist das alte, glaube ich, oder? Ich glaube schon, aber hier hätten wir eine bessere Version dessen, was ich momentan benutze. Darauf spare ich jetzt, weil das brauche ich. Das brauche ich wirklich dringend. Ich will ein bisschen was verkaufen, vielleicht. Das uralte Sicherheitsheft. Alter, das hat sich viel zu lange gehabt. Das ist ja traurig. Das brauche ich auch nicht mehr. Das auch nicht mehr. Und das auch nicht mehr. Super, da kann ich mir nämlich das Katana für ihn kaufen. Das wäre mir noch ziemlich sicher. Also wichtig, mal sicher. Wichtig. Ja, mit der Flinkheit bitte. Gut. Belasten wir es dabei. So, nehme ich euch erstmal wieder raus. Ich habe mir Zeit mitgenommen. Kann keiner sagen, ich hätte die Gruppe nicht alle mal irgendwann benutzt. Nehme ich dich mal wieder mit. Und guck mir ein bisschen dein Deck an. Ich hätte schon gerne den Meteor drin, der ist schon ziemlich cool. Gegenstarre werden wir so schnell eh nicht mehr brauchen, glaube ich. Also der Meteor rein. Ja, mehr brauche ich eigentlich gar nicht zu ändern. Ist okay so. Bin ich zufrieden mit. Mitten ins Herz bin ich nie so wirklich zufrieden. Habe ich da irgendwas Besseres, was mir irgendwie besser gefällt? Was nicht mehr kostet? Vielleicht am besten gar nichts.
Offene Wunde kostet einen mehr, ja. Und die ganzen Masken sind nicht so geil, weil ich mag die eine Maske schon irgendwie am liebsten. Ich könnte tödliche Anmut wieder reinnehmen. Ich meine, wenn ich das... Ganz ehrlich, ich meine... Ich habe meistens das Glück, dass ich diesen Crit bekomme, aber um ehrlich zu sein, ist der Move irgendwie besser. Weil die Chance, zu jetzt Crit... Ich meine, klar, die Schwächer, der mit ins Herz ist stärker, keine Frage, aber... Ja. Ich bin mir unsicher einfach. Bisher habe ich den mitgenommen, weil er einfach mehr Schaden macht, aber prinzipiell ist der hier cooler. Weil ich wenigstens eine Chance habe. So oft bringt das nichts, weil wenn die Leute wirklich physisch immun sind, bringt es gar nichts. Das wissen wir mittlerweile mehr auch schon. Schade, dass der jetzt 2 kostet. Na, wir bleiben dabei. Komm, wir haben schon die Flinkheit-Fähigkeit drin, das ist in Ordnung. So. Hier, also das, was wir da lang gegangen, diesmal gehen wir hier lang. Okay, deswegen. Alles klar. Dann auf zur Arena. Ich bin sehr gespannt. Ritterdruide. Kolosseum Direktor. Achso, Direktor sogar. Die Menge wird langsam unruhig. Wo ist dieser Schwindler? Hey, bist du der Kolosseumsdirektor? Bob hat uns gesagt, dass... Moment mal, hast du gerade Bob gesagt? Dieser verlogene Schlangenbeschwörer sollte lieber bereits unterwegs sein. Er schuldet mir einen Drachen. Also, wie soll ich das jetzt sagen? Der ist tot. Was? Aber ich brauche einen Schlussakt für meine Abendveranstaltung. Das werden wir wahrscheinlich übernehmen. Hey, ihr seht mir nach einer harten Truppe aus. Deshalb sind wir nicht hier. Bob meinte, du könntest uns sagen, wo das Nekromotorikon vergraben liegt. Nun ja, das ist nicht gerade die Art Auskunft, die man umsonst rausrückt. Aber ich sage euch was. Wenn ihr mir ein paar Kämpfe aushelft und ein Spektakel veranstaltet. Du da, der große grüne Bursche. Wie würde es dir gefallen, in ein hochqualitatives, hautenges Kostüm mit Drachenschuppenmuster zu schlüpfen? Was für eine Veranstaltung soll das gleich noch sein? Ach, das ist ganz einfach. Du musst bloß ein paar Einheimische auf unterhaltsame Weise aufmischen. Wir werden nicht gegen irgendwelche Einheimische antreten. Gib uns erfahrene Kämpfer, Söldner, Mörder, was auch immer. Das lässt sich einrichten. Ihr werdet gegen den übelsten Abschaum weit und breit antreten. Und wenn wir siegreich sind, erzählst du uns, was wir wissen wollen. Ich mag deinen Stil, Kleine. Abgemacht. Ich hoffe, du gibst mir genaue Informationen, für so ungefähre Informationen. Unsere Helden betraten die Arena, bereit, sich den Gegnern zu stellen. Ich bin fucking gespannt auf die Arena, Leute. Let's see. Hier ist nichts mehr. Gut. Oh, hier ist viel enger und kleiner, als ich dachte. Meine Damen und Herren, alle anderen da draußen, willkommen in unserem Kolosseum. Hier fliegt die nächste Faust bestimmt. Wir haben eine kleine Änderung in unserem heutigen Programm, die selbstverständlich zu Ihren Gunsten ausfällt. Anstelle eines langweiligen, berechenbaren Drachen präsentiere ich Plan B und die Weisen. Sind wir das? Redet ihr von uns? Haltet euch nicht zurück. Möge der Kampf beginnen. Let's go. Und plötzlich verschwindet fast die Hälfte der Truppe. Okay, erstmal das hier. Erstmal Barrieren aufbauen. Let's go. Maske aufsetzen. Regeneration aktivieren. Weiter geht's. Der ist down. Ja, Konterstich. Nice. Schnell besiegt die beiden, würde ich sagen. Der Auftakt ist uns wahrlich geglückt. Hervorragend. Genau das möchte ich sehen.
gute Unterhaltung für die ganze Familie. Erhöhen wir ein bisschen die Einsätze. Runde 2, kämpft! Eine Medusa dabei, okay. Teste mal den Meteor, wa? Wir gerne mal sehen. Nice. Very nice. Ein bisschen Vorbereitung schadet nie. Nice, Dampfhaus gegen Dampfhaus. Dampfhaus gegen Dampfhaus getauscht und dann nochmal die neue Dampfhaus gegen Dampfhaus getauscht. Dankeschön, Spiel. Ja, schrei du mal ein bisschen rum. Das kümmert keinen. Das war's für dich. Das ist ja für mich schon mal eigentlich so ein bisschen leichter, wenn ich die Kämpfe direkt hintereinander machen könnte. Mal gesehen von dem Erfahrungsgewinn, weil ich da zumindest die Maske aufbehalten könnte und so. Oder mögliche Barrierenpreis drauf hätte. Oder DK ansammeln könnte. Wow, wer hätte das kommen sehen? Ich auf jeden Fall nicht. Aber es ist noch nicht vorbei. Runde 3. Kämpft. Ich mag die Arena. Das ist genau, was ich wollte. Okay. Das ist eine etwas härtere Truppe. Mal sehen, wie es läuft. Snackpause. Defense ab, das sind alles physische Kämpfer, das hilft. Okay, erst gezielt den kleinen Bastard, der ist wichtiger. Der steht am schnellsten, kann aber sehr ärgerlich sein. Das ist ja ein bisschen Verschwendung auf den gerade, aber ne, warte mal, ich kann ja einfach die Ziele auswählen. Also mache ich so, töte ihn dann hiermit und mache dann noch einen gezielten Schnitt auf dich. Ich hoffe, beide töten ein bisschen Glück. Ja, beide getötet, nicht schlecht. Nice. Ich glaube, so prinzipiell ist es mein bestes Team, die drei. Ich glaub, mit den drei kann ich am besten arbeiten mittlerweile. Immer wieder. Also vor allem, wenn es um Bosse auch geht, um stärkere Gegner. Ich meine, wenn das viele kleine sind, dann kann eigentlich
Die Retro gerade mehr mit Spalten und so. Und klar können wir die anderen Charaktere noch ändern und so weiter, aber ich glaube, mit diesen drei fühle ich mich momentan am wohlsten. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Stimmungstief es wirklich wert ist, aber es bringt halt ein DK und kostet mich nichts. Ist auch ein bisschen gefährlicher, aber ist auch eigentlich ganz cool, ich weiß nicht. Nice, ey. Was soll man sagen? Ja, machen wir eine Snackpause, ne? Dein letztes Mal. Das war's. Next, please. Level Ups. Strength für beide, ist cool. Nehme ich gerne mit. Unsere Helden besiegten alle ihre Kontrahenten und eroberten das Kolosseum. Das war's doch nicht, da kommt noch ein Boss. Also, wo befindet sich das Necromotorikon? Abgemacht ist abgemacht. Bob hat es. Er hat es schon ewig. Angeblich benutzt er es dazu, seinen Mondsaft herzustellen. Ah, okay. Typisch Druiden. Nichts für ungut. Ich verstehe schon. Er verpasst uns allen einen schlechten Ruf. Dieser Bart aus Metallketten. Und ich meine, ich verkaufe ihm Körperteile. Aus irgendeinem Grund braucht er eine ganze Menge davon und hat mir im Gegenzug einen Drachen versprochen. Okay. Baut er so ein Frankenstein-Monster zusammen, oder was? Dieses schleimige Betrüger. Ich denke, es ist an der Zeit, ihm ein paar Schrauben zu lockern. Das war ein schnelles Kapitel. Easy. Gut, hier gibt es keine Prozente, aber man kann jetzt nichts verpassen. Als sie erkennen, dass sie getäuscht worden sind, machen sich unsere Helden auf, den lügenden Druiden die Schrauben zu lockern. Okay, Tutorial, okay. Das Kolosseum kriegt noch eine größere Rolle, das freut mich jetzt schon. Kolosseum der Verdammten. Du kannst jetzt zwischen den Kapiteln das Kolosseum der Verdammten besuchen, um Kampfherausforderungen zu bestreiten. Sie sind schwieriger als die meisten gewöhnlichen Kämpfe, aber gewähren bei Erfolg fantastische Belohnungen. Du erreichst das Kolosseum über Kapitelauswahl. Interesting. Ganz ehrlich, wie wär's, wir gucken uns nur eine mal von an. Wir gucken, ob wir überhaupt schaffen können. Vielleicht bin ich auch viel zu schwach noch dafür, aber ich würde es gerne mal gucken, wie es aussieht. Begib dich ins Kolosseum der Verdammten und kämpfe dort für Ehre und Reichtum. Ich habe noch nicht genug Kolosseum gehabt. Ich hoffe, er hat auch zwischendurch gespeichert. Die Händlerin ist auch hier, aber naja, immer ja gespeichert irgendwann mal. So, es wäre gut, die Phalanxstulpen zu kaufen, damit er auch stärker wird. So, sehr gut. Und dann? Auch wenn die ja erst mit dem Reden, okay. Wahrscheinlich eine Ausrufung, oder? Na, wenn das nicht mein Plan B ist. Seid ihr zurückgekommen, um der alten Arena eine zweite Chance zu geben? Ich erzähle euch jetzt, wie das hier abläuft. Das letzte Mal war eine Ausnahme. Es lässt mich nicht gut ausstehen, euch Sonderrechte einzuräumen, nicht? Ihr fällt jetzt in der untersten Liga an, wie alle anderen auch. Ich glaube allerdings nicht, dass ihr lange dort bleiben werdet. Jede Division hat ihren eigenen Champion und ihre eigenen Kandidaten. Für jeden Sieg erhaltet ihr einen Preis. Das Relevante ist für mich, weil ich für die Kämpfe wahrscheinlich Erfahrung und auch diese Materialien bekomme, ist es viel angenehmer hier zu fahren, als durch die Gegend zu laufen. Und keine Sorge, solltet ihr ausgenockt werden, tragen wir eure Überreste aus der Arena und flicken euch wieder zusammen. Allerdings erhaltet ihr nur Belohnung für Kämpfe, die ihr auch gewinnt. Und ihr erhaltet jeden Preis nur einmal, verstanden? Ja, die Preise schon, aber hauptsächlich kriegt die Erfahrung und die Teile halt. Es gibt keine Möglichkeit, sich zwischen den Kämpfen auszuholen. Also seht zu, dass ihr nicht nachlasst. Die Zuschauer wollen Gewalt sehen, verstanden? Okay, ich habe nur geschwafelt. Hab genug geschwafelt. Wählt eine Division und verbreitet ein wenig Chaos. Wir sollen jetzt unten anfangen, ne? Also machen wir das so. Oh, es gibt. Achso. Okay, Schraubbold-Schaukampf. Okay, dann gibt's. Okay, ganz viele andere noch. Alter Schwede, okay, gut. Dann machen wir mal das, ja? Runde 1, Stufe 24. Ist das die vorgeschlagene Stufe oder Stufe der Gegner?
Man ohne kommt dasselbe hinaus, ne? Aber das ist ja kein Problem. Das können wir schon machen. Das sollten wir voll auch jetzt machen. Let's go! Wunderbar! Die Arena ruft, meine Damen und Herren. Macht euch bereit, ein wenig Verwüstung anzurichten. 4 Stück. Okay. Sagt ja schon, die Herausforderung wird ein bisschen größer. Aber das schaffen wir schon. Let's go. Okay, die ersten können nicht viel. Das ist gut. Halt erst das hier. Ich sollte, wenn ich jetzt ihn einfach mitnehme, soll ich unbedingt noch die bessere Schiene geben, damit er die 50% Lebensenergie bekommt. Dann ist das sogar noch problemloser, wenn er sich nicht heilen kann, weil er einfach genug AP hat. Der ist schon mal down. Nice, Alter. Super. Ja, die sind ein bisschen überfällig, die Typen. Die sind sogar leichter als die letzten Fights. Cool. Neue Zusatzrunde freimachen und diese Zusatzrunde für diese Runde nutzen für mehr DK. Läuft doch. Wir haben ein bisschen Glück mit den Ziereien. Er ist wieder nicht, jetzt haben wir etwas blöde Sachen gezogen. Aber das ist gut, da können wir arbeiten. Er kann wieder selbst heilen, ne? Okay, dann heile ich mal selbst. Und du guckst mal bitte, dass der stirbt am besten, wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist. Immer mit möglichst viel HP in den nächsten Kampf rein. Ja, der ist down. Nice. Och nö, 3 Bomben, Alter. Mein Albtraum. Uiuiuiui. Okay. Wie machen wir das? Optimierung, also für sowas habe ich keine Zeit hier. Optimierung eigentlich auch nicht. Ich muss Schaden machen. Das hilft mir jetzt auch nicht so viel. Meteor wäre natürlich jetzt göttlich hier, ne? Hier hilft mitten ins Herz auf jeden Fall wieder. Später. Bei solchen Gegnern. Wir müssen mindestens eine Bombe töten, aber am besten 2. 3 Bomben sind tot, hundertprozentig. Okay, dann müssen die Ohrspannung für den anderen Gegner auf, nicht für denselben. Das ist ja Verschwendung. Moment. Diese Runde können wir besser das hier machen, damit wir nächste Runde eine Runde mehr haben. Da kann ich einen töten und habe nächste Runde einen Zug mehr. Das ist besser. Nice. Einen haben wir. Oh Gott, schaffen wir noch einen? Das ist die große Frage. Was hilft mir? Aber ich glaube, es reicht trotzdem alles nicht, oder? Ich versuche es natürlich, aber... Mal gucken. Das kann ich nichts mehr machen mit der extra Runde, weil ich keine Karten mehr habe, die nichts kosten. Schade. Der Damage war gut. Den haben wir, komm. Den haben wir locker. Einer wird hochgehen, aber hey, den überleben wir. Ja, ist okay. Einer, ganz ehrlich, das war schon echt gut. Wir hätten noch 2 überlebt, aber sowas am besten, auch für die nächste Runde. Sollen wir ihn jetzt töten oder lieber noch ein paar Runden heilen? Ja, wir töten ihn, komm, was soll's. Haben wir noch genug AP? Ist in Ordnung. Okay, 2 Big Boys. Alles klar. Aber wir fangen mit Regeneration an, das ist sehr gut. Wir können sogar ein Combo machen. Perfekt. DK erzeugen, heilen, Regeneration und Schild ab. So, sammeln wir ein bisschen was an.
Ich heb mich über noch einen blauen Skill von ihr Freund. Super, perfekt, danke. Schilde hoch. Und ich dachte immer noch, Schilde plus Regeneration. Ach, ne? Wunderschön, wunderschön. Und da fällt ein Damage zusammen an. Erstmal die Maske aufsetzen. Jetzt kommt der dicke, dicke Damage. Oh, du hast dich hinter deinem Schild verborgen. Tja, mitten ins Herz, mein Freund. Ah, schade, kein Crit. Sonst wäre down gewesen. Wir nehmen kaum Schaden, ne? Ist einfach super. Leider kein Crit, schade. Barrieren kann ich ihm immer noch geben, ne? Auch wenn er nicht geheilt werden kann. Ach, das ist super. Das ist gut. Ja, Barrieren gehen immer noch. Das ist super geil. Kein Durchkommen für dich, mein Freund. Schlag, Peitsche und dann Kill bei Stormhit. Come on. Storm Punch. Easy. Ein kleines Würfelchen geschnitten. Okay, eine Bienen-Squadron mit einem kleinen roten Doi dabei. Okay, erstmal das hier machen. Bienen schützen. Das wird ein bisschen nervig, glaube ich. Mal gucken. Weil die diese komischen Ausweichfähigkeit haben, die Bienen. Das kann ein bisschen nervig sein. Mhm, das lohnt sich jetzt. Down und eine Runde mehr. Easy peasy, schaffen wir, das ist doch kein Problem. Jetzt müssen wir es ansammeln wieder. Okay, schmerzhaft. Oh, jetzt fokussieren sie aber meine Magierin. Diese miesen Drecksäcke. Ach komm. Machen wir lieber so. Du bist tot. Dann nimm ein bisschen Schaden. Und dann killen wir den anderen vielleicht noch. Komm. Nice. Ja, mit Ori komme ich mittlerweile gut klar. Mit mehr besseren Karten einfach, besseren Kombo-Möglichkeiten. Das geht schon ab. So. Ist das der letzte Fight? Wahrscheinlich nicht, halbe lieber nochmal. Ein bisschen. Ah nein! Mist. Oh Gott, okay. Auch Boss-Level die beiden, ne? Der Kleine unten ist richtig hart. Genau wie das Gespann damals. In der Höhle. Erst der Kleine wieder. Damals in der Höhle war es auch besser, erst der Kleine zu töten. Alter, auf 2 Leute Schildwunde, das ist übel. Das habe ich Gott sei Dank ein bisschen vorher gesehen, dass es übel werden könnte. Ich habe jetzt eine Kombo vorbereitet.
aber er wird sich euch selbst Schaden zufügen, der Weiher, was ist, wie es ist. Bei ihr ist am gefährlichsten. Ah, ich darf eigentlich keinen Stimmungstief machen, obwohl er hat noch genug HP, oder? Ich kann noch ein paar Karten tauschen, vielleicht hilft mir das. Nee. Nee, leider nicht. Machst du nix. Ich brauch die Combo jetzt. Blutturm mit Stimmungstief ist ein bisschen gefährlich, aber mal gucken. Okay, das war ein Fehler. Der Blutschaden ist ja proportional zu seiner Maximal-HP. Das heißt, der Schaden war jetzt noch sehr, sehr hoch. Uff. Jo, down. Das habe ich verdient. Ich hätte drüber nachdenken müssen, dass das passieren kann. Ist okay. War mein Fehler. Wir lernen draus. Und gut ist. Ach nö, eine Nebelwand. Das ist jetzt aber nervig. Ja, einen anzugreifen lohnt sich aber nicht. Das ist das Blöde. Weil er sich sowieso heilen wird, wenn ich gleich töten. Okay, machen wir es mal so. Hoffe, dass wir ein bisschen treffen. Das war nix. Alter, Schnittwunde und Blut ist halt echt böse, ne? Alter. Ich meine Blutung und Gift, meinte ich, würde ich sagen. So, jetzt können wir aber erstmal. Okay, jetzt würde ich gerne ein Schild mit ihr machen, aber wegen dem Blutungsscheiße würde sie dabei draufgehen, wahrscheinlich. Das ist nicht gut. Aber wir haben jetzt einen guten Sturmschild vorbereitet. Den kann ich nutzen. Das mal weg. Okay, das ist gut. Das ist perfekt. Jetzt ist der Kleine vielleicht schon mal tot. Das wäre super. Wobei, vielleicht übertreibt es mit Tod, oder? Ne, der ist tot. Nice. Gut. Okay, der Boss ist zwar ein bisschen heftiger jetzt. Aber weil ich auch einen dummen Fehler gemacht habe, muss man dazu sagen. Okay. Bauen wir ein bisschen was auf. Die Runde. Alter, war das viel Schaden. Heidewitzka, das war eklig knapp. Ich brauche eine Heilung jetzt, aber ich kriege gerade keine, ne? Shit. Oh, komm, wenn die kleinen Dinger habe ich so viele. Besser ist das. Jetzt wieder alles gut. Okay, jetzt die Kämpfe davor noch ziemlich einfach, aber der Bossfight, der hat mehr zu bieten. Auf jeden Fall. Erstmal jetzt ehrlich ein Schild aufbauen, das hilft gewaltig. Konterstich. Die heißen so genauso. Also es sind wirklich einfach nur aufgewertete, aufgemotzte Versionen von diesem Doppelboss damals in der Mine. Das ist gut, der kann ich mal richtig schon reinhauen. Das ist halt ein super Training für uns jetzt auch, ne? Kann man ja nicht meckern. Okay, gleich haben wir ihn. Und das wird sicher der letzte gewesen sein hier. Mit Sicherheit. Hm.
Nice. Ja, Mio sieht einen lustigen Fehler. Gut machbar. Fantastisch. Hervorragend. Das Publikum hat jede Sekunde mitgefiebert. Keine Ahnung, was war wahrscheinlich. Ich hab's schnell gedrückt, leider. Okay, sehen wir mal, was ihr gewonnen habt. Große Kämpfe bedeuten große Preise. 900 Goldstücke, na gut. Gesellenabzeichen noch eins, die sind ziemlich gut. Reparaturfiolen, dreimal, schön. Wollt ihr euch erneut ins Getümmel stürzen? Oder sind wir hier fertig? Wir sind hier erstmal fertig. Okay, das war jetzt die gesamte erste. Jetzt haben wir die zweite freigeschaltet. Die wird wahrscheinlich schwierig werden, weil ich sehe jetzt schon, dass die Magier damit spielen. Die sind problematisch. Die sind verdammt problematisch. Ja, das will ich vielleicht erst nach dem nächsten Kapitel machen. Später vielleicht. Der letzte Kampf war ziemlich heftig, das stimmt, ja. Ich schätze, selbst die hübschen Schläger brauchen mal eine Pause, was? Kommt einfach zurück, sobald ihr wieder bereit seid. Nice. So, ich kaufe jetzt erstmal so ein Vitaliums-Ding nach, weil da will ich mindestens drei von haben. Und dann ist auch schon wieder gut hier. Davon brauchen wir nix. Karten aufwerten. Ich mag Statik, weil Statik halt dafür sorgt, dass man eine Karte extra zieht, ne? Ist echt gut. Wäre Statik so ein Buch bei ihr, wo ich sagen würde, behalte ich für immer? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist eine Karte bei ihr, die ist aber wert, das aufgewertet zu werden. So. Aha. Das wurde jetzt nicht schadenstechnisch aufgewählt, sondern wir ziehen zwei Zuzierkarten. Das war supermäßig wert. Okay, nice. Den möchte ich auch gewöhnlich aufrüsten. Dachte ich mir schon, dass der zu stark wahrscheinlich noch ist. Ich könnte mit ins Herz natürlich noch stärker machen, ne? Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es behalten möchte. Deswegen bin ich da vorsichtig. Flammenbeutel ist der sicherste Damage überhaupt. Aber ich habe jetzt das Statik auch gewählt, das reicht mir. Ich glaube, das reicht mir jetzt erstmal wieder. Nicht so gierig sein. Das würde ich vielleicht zur Sicherheit mal eben lernen wollen. Vor allem, weil das zusammen mit dem Fuchs was bewirkt, was sinnvoll wäre für mich. Erhöht Gallius Heilkraft 3 Runden lang um einen Rang. Das ist ja blöd. Ich meine, wenn ich diesen Zauber nutze, werde ich danach wahrscheinlich erstmal nicht mehr heilen, versteht ihr? Ich müsste in den nächsten drei Runden wieder heilen, damit sich das überhaupt lohnt. Das ist ja nicht so geil, wie ich dachte. Dann lasse ich das vielleicht erstmal sein. Wobei, ich würde den Spell, glaube ich, trotzdem gerne können. Weil ich glaube, auch unabhängig davon ist der ziemlich gut. Vielleicht besser als diese Wunderheilerei. Weil die Wunderheilung, da kann ich auch ein Item benutzen zur Not. Na komm, ich lerne das mal. Und pack's auch mal ins Deck rein. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich ein Problem habe ohne Wartung. Meine ich, das war nicht gerade. Ohne Wartung Probleme zu kriegen, dann kann ich es immer noch rausnehmen. Wieder. Aber ich nehme erstmal Wartung jetzt raus und pack dafür. Das Problem ist, das kostet natürlich auch viel mehr, ne? Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Und dann Entschuldigung. Dann lasse ich Wartung erstmal drin. Ja, die Kosten darf ich nicht vergessen. Die 3 DK sind schon echt böse. Ganz ehrlich, das will ich noch mehr darauf pochen, dass das nicht wert ist. Dann ist das erst recht nicht wert. Weil das einfach zu teuer ist dann für mich. Und der Zusatz mit dem Fuchs, den halte ich für sinnlos. Bei Regeneration wäre es mal cool zu wissen, ob Regeneration eigentlich, also die Heilung, die man pro Regenerationstick bekommt, ob die abhängig ist von der Heilkraft des Ausführenden der Regenerationswirkung. Ja, das ist natürlich eine Spezialfrage, ne? Die Gretchenfrage, sagt man so früher, ne? Ach, Gott im Himmel, ne? Okay, gut. Ich bin aber sehr zufrieden. Wir können dazu raus ins Kapitel-Dings zurücklaufen, einfach. Ja. Cool. Wurde auch schon gespeichert. Dann höre ich auch für heute auf. Herausforderung wirklich 5 von 10? Warum 5 von 10? Okay, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich habe nur eine bisher gemacht, aber vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Egal, nächstes Mal machen wir auf jeden Fall weiter mit dem nächsten Kapitel. Traue niemals einen Druiden. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.